Hallo und schönen guten Tag. Ja, ihr seht hier wieder mein EDC-Messer, mein Climber, das ich immer dabei habe. Ich hatte vorher einen Maxpedition Mini mit meinem ganzen EDC-Kram drin. Den habe ich mal verlost. Und jetzt habe ich festgestellt, dass mir immer irgendwas fehlt, wenn ich unterwegs bin. Und jo, mal ist es ein Stück Schnur, mal ist es ein Messer, wenn ich das hier mal vergesse. Oder letztens bin ich auch weg und hätte unbedingt einen Kabelbinder gebraucht, hatte keine Schnur, nichts dabei. Und so bin ich jetzt wieder drauf gekommen und habe mir so eine Tasche zusammengestellt, wo Sachen drin sind, die ich vielleicht mal brauchen könnte. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist das hier ein Maxpedition Fatty. Den hatte ich noch da rumliegen und ich bin ja immer mit Rucksack oder mit Tasche unterwegs, da fliegt der rein. Und dann ist der immer dabei. Und da wollen wir jetzt mal reingucken, was da so drin ist. Er ist noch nicht ganz ausgerüstet. Da fehlt noch eine Gabel und ein Löffel. Den muss ich mir noch besorgen. Am besten aus Titan. Was haben wir da drin? Dieses niedliche kleine Werkzeug. Hatte ich schon ein paar Mal benutzt und gebraucht. Sehr nützliches Teil. Einen kleinen Karabiner. So ein S-Karabiner, auch recht nützlich, wenn man mal was sichern will. Dann habe ich drin meinen Kaliber 45 zum Schreiben. Ich habe drin mein Manley Comrade zur Essenszubereitung oder jo, nur zur Essenszubereitung. Dann habe ich drin meine Phoenix, die ich bei der letzten Verlosung beim Stefan 123321 gekauft habe, die LD10. Ganz tolle Lampe, gefällt mir sehr gut, klein, praktisch. Dann habe ich drin ein etwas größeres Taschenmesser, das Ranger Grip 155, große Klinge, Säge, manchmal ganz nützlich. Das ist da drin und natürlich hinten was zum Schreiben, Papier. Dann habe ich da drin ein paar Meter Paracord, natürlich ein Climber, mein Lieblings-Wick, ein Feuerstarter mit ein bisschen Fettwood. Ob das jetzt unbedingt da rein muss, weiß ich nicht, aber ich lasse es mal drin. Dann habe ich ein Big Feuerzeug und hier in diesem Teil einen Notfallgroschen. Da sind immer 50 Euro drin. Letztens habe ich da gestanden, hatte den Geldbeutel im Auto und da hat mir das Geld über die Runden geholfen. Und wie gesagt, ein paar Kabelbinder in verschiedenen Längen. Immer ganz nützlich, wenn man sowas dabei hat. Und in der hinteren Tasche dann habe ich ein bisschen Notfallzeugs, eine Mullbinde, eine Wundauflage. Und hier in der kleinen Dose ein paar Pflaster und einen Verband. Jo Leute, meine Frage wäre nun, ist sowas notwendig? Muss man sowas haben? Habt ihr sowas? Man sieht ja immer ich hatte vorher, nachdem ich dann meinen Mini verlost hatte, hatte ich alles so lose in der Hose und meistens, wenn man die Hose wechselt, dann bleibt das da drin, man vergisst es. Und um dem vorzubeugen, habe ich mir wieder so eine Tasche hier zusammengestellt. Wie gesagt, da fehlt jetzt noch ein Gabel und eine Löffel, weil vergesse ich ständig und so habe ich immer alles dabei.
Das Ding fliegt ins Auto, in den Rucksack. Wenn ich keinen dabei habe, liegt das im Auto. Und jo, so bin ich meiner Meinung nach immer auf der sicheren Seite. Wenn mal was gebraucht wird, dann habe ich es eben dabei. Jo, das wäre so, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Habe ich mir seit langem mal wieder eingerichtet, weil ich einfach ein vergesslicher Mensch bin. Und ich finde es einfach sicherer. Dann kann man auch mal was vergessen und man hat trotzdem noch das Nötigste im Rucksack. Jo Leute, ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, ob sowas zweckmäßig ist oder ob es Quatsch ist. Und jo, das sind halt so die Sachen, die hatte ich vorher immer auf die Hose und Jackentasche verteilt. Und jetzt denke ich mal, habe ich alles an einem Platz. Und das ist nicht verkehrt, würde ich mal sagen, von meiner Warte aus. Und ich hoffe, dass wenn ich dann meinen Löffel habe und meine Gabel, dass dann das ewige Vergessen auch aufhört. Schlimm wäre es natürlich, wenn ich dann den Expedition zu Hause liege hätte. Aber so denke ich mal, bin ich gut gerüstet. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Wollte euch mal mein neues Notfall-EDC oder EDC oder Fummeltasche in die Kamera halten. Jo, schreibt mal was drunter. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, deine. Tschüss.